Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Bauteil 8, das wir heute machen werden. Wir schauen uns heute die Funktion der Parallelität ein. Also hier seht ihr, hier haben wir eine Parallelität und hier auch, wie wir das Ganze einstellen. Wir gucken uns die Funktion des rechten Winkels ein und wir üben auch nochmal die Eckenfunktion, also diese ganzen Rundungen. Die hatten wir auch schon im Bauteil 7 gemacht. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, kann ich euch wärmstens empfehlen. Da gehe ich nochmal ziemlich auf diese Funktion der Rundungen der Ecken ein. Und die wird uns aber auch in zukünftigen Bauteilen begleiten, weil sie wirklich essentiell ist für Cartier und sehr, sehr häufig vorkommt. Deswegen sehr gut üben, damit man das aus dem FF kann. Das ist wichtig. Genau, das sind heute die Hauptmerkmale, auf die wir achten müssen. Und wie immer könnt ihr euch gerne einen Screenshot machen und es erstmal selber versuchen nachzubauen. Und ich gehe jetzt über ins Konstruieren. So, hier habe ich jetzt wieder einen ganz normalen Part erstellt. Habe jetzt hier die Ebenen. Ich arbeite lieber mit dem Achsensystem, aber das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall müsst ihr euch einfach nur eine Fläche auswählen. Und jetzt fangen wir schon an, grob die Skizze zu zeichnen. Wichtig ist, wenn ihr unten diesen Bauch macht, würde ich den direkt komplett einzeichnen, über die linke Maustaste gedrückt halten und dann ziehen. Das ist meistens einfacher, bei wirklich Halbkreisen das direkt zu machen, anstatt im Nachhinein mit der Eckenfunktion, weil ihr hier auch direkt die Parallelität dann fangen könnt. Dann geht ihr hoch. Hier mache ich jetzt einfach den Rest, mache ich alles im Nachhinein. Zieh runter, pass auf, dass ich nichts fange. Also das ist immer schlecht, wenn ihr das irgendwann fängt. Dann müsstet ihr das später rauslöschen, also nur das fangen, was ihr wollt. Und hier können wir jetzt direkt darauf achten, dass wir eine Parallelität, einen rechten Winkel erzeugen. Das erkennt ihr hier oben in der Ecke. Erscheint jetzt dieses blaue Kästchen. Das ist dann ein sehr gutes Zeichen, wenn das so ist. Genau. Parallelität ist da. Hier gucken wir, dass dieser Kreis gefüllt ist. Dann sind wir nämlich Punkt auf Punkt. Und jetzt haben wir schon mal die grobe Struktur. Was uns als erstes aber auffällt, ist, dass die beiden Linien überhaupt nicht parallel sind. Das machen wir aber, indem wir beide Linien anklicken, dann auf die definierten Bedingungen gehen und jetzt haben wir hier schon die Definition Parallelität. Die wählen wir einfach aus und schwupps sehen wir hier schon, es ist parallel geschaltet. Habt ihr jetzt zum Beispiel hier diesen rechten Winkel aus irgendeinem Grund doch nicht hinbekommen, macht ihr das gleiche, indem ihr die beiden Linien hier auswählt, auf rechten Winkel geht und schon habt ihr auch dort einen rechten Winkel erzeugt. So, alles soweit gut. Hier kann man noch wild rumschieben. Das liegt ganz allein aber daran, dass wir das Ganze noch nicht bemaßt haben. Und das machen wir jetzt. Ich möchte jetzt zuerst hier bemaßen. Hier hatten wir ja einen Radius von 25. Und hier über diese Funktion Ecke füge ich jetzt erstmal, mache ich einen Doppelklick drauf und füge die ganzen Ecken, die noch fehlen, ein. Ich bemaße die meistens immer hinterher. Nur dann haben wir hier schon mal eine, ja, so einen groben Anhaltspunkt, wie es aussehen wird. Immer aufpassen, dass wir auch auf den Linien bleiben, die wir wollen. Genau, klick nochmal drauf, damit die Funktion wieder ausgeschaltet ist und bemaß das Ganze jetzt. Also hier waren es einmal 30, hier hatten wir 10. Noch einmal 10. Hier haben wir 20. Und noch einmal
20. Genau, hier, die habe ich jetzt vergessen, muss ich jetzt nochmal auch noch machen. Und gebe da auch direkt die 20 ein. Und sieht immer noch ein bisschen komisch aus, aber das ergibt sich jetzt, wenn wir die Bemaßungen eingeben. Ja, fangen wir einfach mal hier an der Linie. Und der Abstand ist 100, 102 ist schon gar nicht so weit weg. 100, dann haben wir den Abstand von hier nach hier. Das sind 20. Und den Abstand von hier unten, beziehungsweise die haben halt die beiden Punkte ausgewählt. Ich gehe jetzt mal an den Punkt, ihr könnt aber auch den nehmen. Ja, nehmen wir den einfach, wählen hier den Abstand von, oh, das waren 100 und das waren nur 70. So ist richtig. So, ja, das sieht ja schon ganz ordentlich aus. Jetzt haben wir aber eine Sache, und zwar können wir das Bauteil hier noch krumm und schief verschieben, weil wir ja halt nur die Höhe von dem Punkt festgelegt haben, aber ja nicht die Höhe von dem Punkt. Und da können wir zwei Sachen jetzt machen. Entweder wir bemaßen hier auch nochmal 100, also den Abstand von dem Punkt zu dem Punkt mit 100, oder wir sagen einfach, okay, der Abstand zwischen den beiden ist genau 50. Zack, und jetzt können wir auch hier diesen Kreisbogen nicht mehr verschieben. Gut, haben wir das schon mal, und jetzt gehen wir hier weiter im Konzept. Und zwar haben wir den Abstand. Nee, das war falsch. Immer schön aufpassen, wo die Bemaßungen sind. Von dem Punkt bis zu dem Punkt sind es nämlich 70. Die beiden Punkte sind 30. Und von hier den Punkt bis hier haben wir 150. Kann man hier immer noch so ein bisschen gerade ziehen, die Zahlen, dass man auch genau weiß, was wohin gehört. Da habe ich jetzt ein bisschen durcheinander. So, jetzt kann man es ganz gut sehen, glaube ich. Genau, und jetzt müssen wir diesen Abstand hier noch festlegen. Wenn ich jetzt aber die beiden Punkte hier auswähle, habe ich halt nur die Länge von der Linie. Und das wollen wir ja nicht. Und hier müsst ihr jetzt einen Rechtsklick machen und schon seht ihr, okay, ihr könnt hier noch viel mehr auswählen. Und jetzt gehen wir auf die horizontale Bemaßung, wählen die aus und haben die Länge auf einmal eingestellt, so wie wir es haben wollen, geben dort den gewünschten Wert von 50 ein und schon sieht es gut aus. Das gleiche machen wir jetzt nochmal, aber Rechtsklick vertikale Bemaßung und können hier den Wert von 40 eingeben. So, der rechte Winkel passt auch. Jetzt müssen wir hier nur noch den Abstand eingeben. Und hier haben wir einen Abstand von 20, hier haben wir einen Abstand von 20 und hier haben wir einen Abstand von 20. Also sieht das Bauteil schon ganz gut aus. Ist es noch nicht grün, weil wir es rechts-links verschieben können. Dann nehmen wir uns jetzt einfach die Hilfslinie und setzen ja, aber eine Linie nehmen und die Kongruenz setzen. Und jetzt sehen wir, okay, wir haben hier schon was überbemaßt. Das liegt daran, wenn wir es jetzt nicht hier kongruent gesetzt werden, wird uns dieser Wert fehlen. Da wir es aber haben, können wir ihn jetzt auch rauslöschen und es trotzdem nicht mehr verschieben. Also, es gehen beide Wege.
Jetzt haben wir das Ganze schon ganz schön gemacht. Ich gehe jetzt einmal ins Bauteil rein, um euch zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Dicke das auf. Und so sieht das Ganze aus. Aber uns fehlen ja hier und hier noch die Rundung. Und da gehen wir einfach jetzt nochmal in die Skizze rein. Wieder ein Doppelklick. Und fügen hier jetzt über diese Kreisfunktion. Machen wir genau hier einen Kreis. Ich versuche wieder nicht zu fangen. Das ist gar nicht so einfach. Und sage jetzt, der Durchmesser ist 20. Und das gleiche machen wir jetzt noch einmal hier. Wieder den Durchmesser auf 20 setzen. Und können jetzt wieder rausgehen. Jetzt sehen wir, okay, das Bauteil ist rot. Das heißt, das ist der alte Zustand. Und über diesen Wirbelwind aktualisieren wir jetzt die Skizze. Und schon haben wir die beiden Taschenlöcher hinzugefügt. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, es ist euch gelungen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen oder Anregungen, was ihr noch lernen wollt, welche Funktionen, worauf ich noch näher eingehen sollte. Und ja, genau, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Video.